Lieber Krebs, das ist die allgemeine Monatsprognose für August 2020. Merkur bildet bis zum 8. des Monats eine Opposition zu Pluto, Saturn und Jupiter. Die erste Monatswoche kann etwas stressig für dich sein. Es kann sein, dass du dir vieles vorgenommen hast. Wahrscheinlich bist du viel unterwegs oder du musst eine Angelegenheit regeln, die viel Arbeit erfordert. Zwischen 1. und 4. August bilden Mars und Jupiter einen Quadrat zueinander. Du wirst viel Energie und Begeisterung in deinem Alltag aufbringen. Jemand könnte seine Meinung aufzwingen wollen und dies kann Konflikt oder Spannung erzeugen. Man könnte leicht durcheinander kommen. Am 3. haben wir einen Vollmond in Wassermann. Eine Angelegenheit wird ihre Vollendung erreichen. Du dürftest den Kontakt zu Freunden und Bekannten pflegen. Eine signifikante Veränderung im Bereich des Geldes ist bald zu erwarten. Wir haben dann zwischen 10. und 13. August Mars Quadrat Pluto. Du selbst oder eine andere Person hat etwas geplant, wovon niemand weiß. In deinen zwischenmenschlichen Beziehungen kann es ein hohes Maß an Misstrauen geben. Ein Urlaub kann in den Vordergrund treten. Wir haben dann am 14. Mond in Zwillinge Sextil zu Mars. Du solltest dich ab diesem Tag etwas mehr Ruhe von Alltagsstress gönnen. Schlaflosigkeit kann bei vielen Krebsen eintreten. Am 15. haben wir einen langfristigen Aspekt. Es handelt sich um Uranus rückläufig in Stier. Bis Anfang 2021 dürftest du eine Veränderung im Bereich deines Einkommens erfahren. Diese kann positiv sein, wenn du flexibel bist und dich an neuen Bedingungen anpassen kannst. Du könntest eine Vergrößerung deines Bekanntenkreises in der Zeit erfahren. Zwischen 16. und 18. haben wir Venus Sextil Uranus. Eine neue Liebe oder Affäre kann sich mit diesem Aspekt ergeben. Es kann aber auch geschehen, dass du eine schöne Zeit mit Familienangehörigen verbringst. Nutze die Gelegenheit, mein lieber Krebs, dir etwas zu gönnen, was dir Spaß macht und dein Aussehen verschönert. Am 19. haben wir einen Neumond in Löwe. Bis Anfang September wirst du mehr Geld für Sachen ausgeben, die dir Spaß bereiten. Wenn du dich eigenständig und kreativ entfalten möchtest, dann könntest du einige Hindernisse auf deinem Weg begegnen. Es ist dementsprechend wichtig, dass du an dir selbst glaubst und dass du an dir selbst vertraust. Zwischen 20. und 24. haben wir Mars Quadrat Saturn. In Bezug auf alle deine zwischenmenschlichen Beziehungen kündigt sich eine schwierige Phase an. Das Konfliktpotenzial mit Vorgesetzten und Autoritätsfiguren steigt deutlich an. Vielleicht solltest du dich bei einer Situation etwas zurückziehen. Das würde ich dir empfehlen. Und wir haben dann demnächst zwischen 25. und 29. August Merkur, Trigon Jupiter. An diesen Tagen wirst du viele Gespräche führen oder dich tiefgründig mit einem Thema auseinandersetzen. Zum Schluss, zwischen 30. und 31. haben wir Venus in Opposition zu Pluto. Eine Veränderung im Bereich der Liebe ist es zu erwarten. Diese kann entweder sehr positiv oder sehr negativ sein. Mein lieber Krebs, das war die allgemeine Aussage für August 2020. Wenn du eine genauere Vorausschau für die kommende Zeit brauchst, meine Kontaktdaten findest du unten bei der Beschreibung dieses Videos. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Liebe, viel Erfolg für August 2020. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.